Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Fingergelenksarthrose bzw. Fingerschmerzen. Das können wir auch ein bisschen allgemein halten. Dafür ist auch ein Muskel ganz besonders für verantwortlich für dieses Beschwerdebild. Und zwar seht ihr den hier. Das ist der Musculus digitorum profundus. Der kommt flächig hier oben von der Elle so, und zieht übers Handgelenk bis wirklich ans Endglied der Finger 2, 3, 4 und 5. Ne, der Daumen ist da nicht mit beteiligt. Um den haben wir uns schon mal in einem anderen Video gekümmert, als es um die Daumen-Sattelgelenksarthrose ging. Hier könnt ihr euch einfach mal überlegen, wenn der Muskel, der von hier nach da zieht, aktiv ist und arbeitet, dann geht es mit den Fingern und auch mit dem Handgelenk in die Beugung. Und jetzt überleg doch einfach mal in deinem Alltag, was du mit deiner Hand in der Beugung machst. Da habe ich mal was vorbereitet. Ich trinke aus einer Tasse. Ich schreibe mit einem Stift, alles in der Beugung. Ja? Alles, was ich so tue in meinem Leben, ne, ist völlig egal, was ich da so mache, tue ich in der Finger- und Handbeugung. Was in deinem Leben machst du in der Handgelenksstreckung? Genau, also wenn du kein Kellner bist, dann wahrscheinlich sehr wenig. Und deswegen bauen wir langfristig, wir nennen das Restkontraktion, also Spannung, immer nur in eine Richtung auf. Das heißt, dieser Muskel ist ständig aktiv und das ja über Jahre und Jahrzehnte. Ne? Also, von der Elle bis ans Endgelenk der Finger. So verläuft der Muskel. Und wenn der sich zugurtet, weil er immer weiter verkürzt durch die ständige Aktivierung in die Beugung, zieht er ja langfristig, ne, wenn wir vom Ursprung und Ansatz ausgehen, die Strukturen, an denen er ansetzt, und das sind ja die Knochen, zieht er langfristig Knochen ineinander. Also, hier sind ganz kleine Gelenke, ne, diese Finger, Mittel-, Grund- und Endgelenke. 1, 2, 3. Der zieht dann langfristig an diesen Knochen und er zieht, wenn dann irgendwann kein Platz ist mehr zwischen diesen Knochen, zieht er natürlich diese Knochen übereinander. Ich vergleiche das immer mit den tektonischen Platten, ne? Also die Muskelverkürzung zieht die Knochen erstmal gegeneinander und dann auch übereinander. Und dann entstehen eben langfristig diese Knüppelchen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, ne? Bei euren Eltern oder Großeltern, je nachdem, geht es dann irgendwann los, dass über Jahre und Jahrzehnte die muskuläre Verkürzung diese Gelenke ineinander zieht und dann eben diese Knubbeln oder diese arthrotischen Veränderungen logischerweise entstehen. Also die Arthrose ist langfristig immer die Ursache von unserem Verhalten durch die Einseitigkeit in unserer Haltung. Und durch zu wenig endgradige Befreiung dieser Strukturen, vor allem der Muskeln. Und wie das funktioniert, das dürft ihr dann gerne in dem nächsten Video euch anschauen. Heute ging es erstmal nur um die mögliche Ursache dieser Fingergelenksarthrose. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne melden. Nutzt bitte, ich sage es immer wieder, den Schmerzfinder, wenn ihr Hilfe braucht. Die Verlinkung findet ihr unterhalb dieses Videos. Schönen Tag noch, bis zum nächsten Video. Ciao.